Hallo und herzlich willkommen zusammen. Heute ein Video mal wieder über ein Thema, was ich im weitesten Sinne als Werkzeug definieren könnte. Heute ist Waschtag auf meiner Nordseite der Halle. Seht ihr hier Moos in Hülle und Fülle. Und bei der Norma gibt es so eine Teleskop-Auszieh-Waschbürste, wohl hier für Lastwagen, Wohnmobile, keine Ahnung was alles. Und ja, das Ding gucken wir uns jetzt mal an, was das im Live-Test hier veranstaltet. Ich denke, das Thema Zusammenbau können wir uns schenken, weil das im Prinzip sich drauf beschränkt, hier den Bürstenkopf vorne drauf zu schrauben. Also mehr ist da, glaube ich, nicht wirklich zu tun. Ah, da ist ein Kabelbinder rum. Prima, brauchen wir erstmal eine Zange. So, dann schrauben wir hier diesen Kopf da drauf. Mal so gut handfest, ist Kunststoff. Und da hinten ist noch die Bedienungsanleitung. Die lesen wir, wenn wir Zeit haben. Das müssen wir auch wegmachen. Und dann vermute ich einfach mal, dass man hier mit diesem, ich nenne es mal Gardena-Stück, den anschleppt. Jawohl. Und hier kann man ihn zumachen. Gut. Dann werden wir jetzt mal schauen, mal den Pulli ausziehen, dass wir uns nicht gerade einsauen. Und dann das Ding hier ein bisschen nach oben stellen. Ja, jetzt habe ich mir hier mal den Elch geschrubbt und nach kaum, ja, ich glaube 4 Stunden Arbeit zeige ich euch mal, was jetzt noch übrig geblieben ist. So sieht es jetzt aus. Und ihr habt ja vorher gesehen, als ich hier stand, wie es hier ausgesehen hat. Also kann man sagen, das Ding funktioniert tatsächlich ganz gut. Ansonsten müsste man das alles auf der Leiter machen und das ist natürlich schon sehr anstrengend.
kann man sagen, ist eine Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.